Hallo, schön, dass du wieder einschaltest. Ich habe heute neue Sockenwolle für dich und ich habe eine Frage, die du mir unbedingt beantworten musst. Und schreib dazu bitte, bitte, bitte deine Antwort in die Kommentare. Nämlich, das hat ja was damit zu tun, wie so zukünftig mein Sortiment aussehen wird. Also bleib unbedingt dran. Ich habe vor kurzem neue Sockenwolle ins Lädchen bekommen. Das ist die Superba. Kashmiri Luxury Socks. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe sie ausgepackt und habe nur gedacht, oh, ist die schön weich. Da kann man ja super tolle Sachen machen und nicht nur Socken draus stricken, obwohl die wirklich sehr, sehr schön ist. Also die ist so leicht, wie soll ich das sagen? Farblich changieren die. Das wird so leicht gestreift, sage ich mal, der Socken. Sehr, sehr schön für alle diejenigen, die jetzt nicht so total die bunten Socken haben möchten. Aber die Zusammensetzung ist einfach klasse. Das ist 65 Schurwolle, 25% Polyamid und 10% Kaschmir. Und das Kaschmir macht das natürlich so wundervoll weich. Und ich habe gleich gesagt, Rico Design hat sich bestimmt da was bei gedacht. Da steht nämlich Nadelstärke 2,5 bis 5. Also 2,5 natürlich für Socken, aber 5 dann für Lace-Tücher oder sonst irgendwas Schönes. Also ich kann mir auch super gut vorstellen, da zum Beispiel ein Mohair-Seidegarn mitlaufen zu lassen oder sowas. Also ich habe da schon richtig Ideen. Ich habe jetzt 4 Farben bekommen und einige Kunden haben auch schon gleich zugegriffen, weil sobald man die angefasst hat, dann so, oh, die muss ich haben. Und genau, gleich zum Schluss kommt noch meine Frage an dich, was du ja zu der Idee, von der Idee hältst. Und ich möchte jetzt dir erstmal die 4 Farben vorstellen, die ich im Lädchen habe. Dann stelle ich dir jetzt die 4 Farben vor, die ich im Laden habe. Also dieses Grün, Oliv habe ich dir ja schon gezeigt. Und was hat das für eine Farbnummer? 017. Also im Onlineshop findest du das halt auch unter 017, kannst du aber auch dir so unter dem Namen auch suchen. Ich verlinke dir die Sockenwolle natürlich auch unter diesem Video. Also dann kannst du dir die Fotos nochmal in Ruhe angucken. Und das ist so ein total cooles Beige. Beige-braun, sehr hell, sehr zart, richtig schön. Und das ist Farbe Nummer 13. Also richtig schick, kann ich mir halt auch, wie gesagt, auch sehr gut für Tücher vorstellen. Dann habe ich ein Rot, aber so ein, ja, wie soll man das sagen? Es ist ja kein normales Rot, es ist kein Beerenrot, es ist ja so ein bisschen pastelliger, aber auch jetzt nicht pastellrot. Also ja, auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Hat die Farbnummer 016. Und ja, meine Lieblingsfarbe, wer mich kennt, ich liebe halt Blau, Türkis, alles, was damit zu tun hat. Hier ist ein super, super schöner Blauton, der in so Blautönen changiert. Also, wenn ich mir ein Tuch machen sollte daraus, dann würde ich das aus der Farbe machen. Das ist die Nummer 019. So, jetzt hast du die 4 Farben gesehen, die ich im Lädchen habe. Und viele Kunden waren jetzt schon, ich habe die eine Woche oder 2 Wochen im Lädchen, schon total begeistert und haben natürlich gleich zugegriffen. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich. Also, diese 4 Farben habe ich im Lädchen. Ein Blau, ein Grün, ein Beige, ein Rot. Ich habe sie dir gezeigt. Und es gibt von dieser tollen Kaschmiri-Sockenwolle von Rico Design halt noch weitere Farben. Und was meinst du? Ist die Sockenwolle, ja, trifft die dein Interesse und du sagst, ja, wie cool, wenn es da noch weitere Farben gibt, würde ich super gerne sehen und würde ich auch super gerne bei dir bestellen. Das ist so die erste Frage. Soll ich weitere Farben von der Kashmiri Luxury Socks aufnehmen in mein Sortiment? Und die nächste Frage ist, interessiert dich ja, da was draus, dass ich da einfach was Schönes mal designe, was Schönes kreiere, dass du ja, eine Anregung hast, wie so ein Tuch vielleicht aussehen könnte. Man kann natürlich auch Pullover oder sonst irgendwas stricken oder Stulpen. Also alles Mögliche. Ich habe jetzt an ein Tuch gedacht, weil die wirklich super, super schön aussieht. Und genau, also das ist meine zweite Frage. Hast du Interesse, dass ich da mir ja Gedanken mache und aus dieser wundervollen Sockenwolle mit Kaschmir irgendwie ein Strickset zusammenbastel? Also, da bin ich sehr gespannt und bin auf deine Mithilfe angewiesen. Also kommentiere super gerne das Video, wie deine Meinung dazu ist, ob das sich deiner Meinung nach, sag ich mal, ob das interessant ist, dass ich einfach weitere Farben von der Sockenwolle mit Kaschmir aufnehme oder ob du sagst, nö, interessiert mich gar nicht. Also gerne, gerne, schreib deine ehrliche Meinung drunter. Ich bin sehr, sehr gespannt und ja, du hilfst mir dann halt einfach, mein Lädchen weiterzuentwickeln, ob ich jetzt sage, okay, ich nehme weitere Farben auf oder nicht. Also, vielen lieben Dank schon mal im Vorfeld für deine Hilfe und ich denke, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, bis dann. Tschüss, deine Sabrina.